Einen wunderschönen guten Tag hier aus Erlangen, meiner Heimatstadt, vor meinem Lieblingscafé, vor meinem Heimatcafé, dem Bananera. Und das Bananera wollte ich euch einfach mal kurz vorstellen, denn Kaffee spielt in Tombos hier eine große Rolle. Erstens und zweitens ist ein YouTube-Kanal, so wie ich mir einen YouTube-Kanal vorstelle, auch sowas wie ein Café, denn es macht viel aus, Atmosphäre zu haben in der Sphäre. Gehen wir mal rein. Das Bananera ist ein brasilianisches Bistro und da gibt es ganz tolle südamerikanische Köstlichkeiten und unter anderem natürlich mein Lieblingskaffee. Es ist Fairtrade-Kaffee und es gibt hier überhaupt eine Veganer-Karte, eine vegetarische Karte und so weiter. Das ist ein ziemlich tolles Konzept und die Gäste hier sind immer recht gut gelaunt und so freundlich und ich fühle mich natürlich wohl, wenn ich 2-3 Tage zum Ausspannen nach Erlangen komme und hier Freunde treffen möchte, dann bin ich hier in diesem Café. Was für eine Speisekarte! Im Bananera gibt es eine tolle Salattheke. Es gibt eine tolle Eistheke. Pay what you want, das heißt, man kann sich hier bedienen und bezahlt das, wozu man Lust hat. Ganz viele exotische Getränke. Eine wunderbare Bar. Einen wunderschönen Gartenbereich und eine ganze Menge Fairtrade-Produkte von Schokolade bis, was ist das, Paranüsse. So bequeme Sitzgelegenheiten. Immer saubere Sanitäranlagen. Brunnen und einen Chef. Hallo, Jonas. Genau. Wie kamst du auf die Idee, hier so ein Bistro aufzumachen? Also die Idee kam mir eigentlich, als ich in Brasilien war. Ich habe dort für ein Jahr in einem Kinderprojekt gearbeitet von den Franziskanern. Und mir kam die Idee während meiner Arbeit eigentlich. Einerseits, weil ich so viele coole kulinarische Sachen in Brasilien gibt und es in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, wie zum Beispiel mexikanisch oder so weiter, kam mir die Idee, quasi überhaupt was Brasilianisches zu machen. Und durch meine Arbeit in dem Kinderprojekt kam mir eigentlich fast gleichzeitig die Idee, irgendwas das zu verbinden und zwar mit einem sozialen Aspekt, weil für mich meines Erachtens so der faire Handel einen sehr großen Teil von der Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit spielt quasi oder einnimmt. Wenn ich hier reinkomme, sehe ich quickfidele junge Menschen, die gut gelaunt sind. Wie kommt das zustande in so einem Café? Das kommt natürlich durch die Leute an sich zustande, weil unser Publikum ist an sich irgendwie ziemlich cool drauf, weil es passt auch zu dem ganzen Gedanken Brasilien ist Lebensfreude, aber Fairtrade ist auch eigentlich auch Lebensfreude, eine Art von Lebensfreude und ich glaube, diese Mischung macht es aus und je mehr coole Leute da sind, desto mehr coole Leute ziehen sie auch an. Ist der nicht wunderschön? Da hat man natürlich recht. Okay, ja, weiter so. Dankeschön. Danke auch. Und das Lieblingscafé macht natürlich guter Service aus und daher jetzt bei mir die Wiebke. Hallo Wiebke. Hi. Was machst du hier im Bananera? Ich bin Bedienung quasi, beziehungsweise ich mache alles. Service, Küche, Kassieren, alles Mögliche. Was machst du sonst so? Ich bin Studentin. Was studierst du? Ich studiere Theater- und Medienwissenschaften und Ibero-Romanistik. Wow, dann ist das ja natürlich eine Abwechslung. Hier machst du es nur, um Geld zu verdienen oder warum bist du in Bananera hier? Also angefangen habe ich eigentlich aufgrund des Geldmangels, weil ich eine ziemlich große Reise im Sommer vorhabe und dafür ziemlich viel Geld brauche, aber mittlerweile eigentlich auch aus Spaß, macht Spaß, arbeite gern hier. Ja. Das heißt, du würdest hier auch mal privat vorbeikommen in Bananera? Mach ich. Ich bin ziemlich viel hier zum Lernen, zum Arbeiten, Schreiben, zum Kaffee trinken. Das ist ja schön. Dann muss ja hier die Atmosphäre gut sein für dich. Die Frage ist, was macht für dich guten Service aus? Guten Service, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, dem Gast jeden noch so kuriosen Wunsch erfüllen. Aber es gibt doch sicher auch saunervige Gäste, oder? Würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein. Okay. Wie gehst du mit denen um?
Genau so. Ja. Darf man sich halt nicht anmerken lassen, oder sollte man sich zumindest nicht anmerken lassen. Ist nicht immer einfach, aber machbar auf jeden Fall. Aber es gibt bestimmt auch coole Gäste, oder? Voll. Sogar ziemlich viele eigentlich. Also so an sich die Leute, die hierher kommen, sind eher cool, eher gechillt. Und so ein Familiengefühl da? Schon teilweise, vor allem bei den Stammgästen halt. Okay. Wie ist es? Ist beim Service Flirten erlaubt? Auf jeden Fall. Also sicher. Vor allem, weil wir im brasilianischen Bistro sind. Natürlich. Das gehört dazu. Und flirten Gäste mit dir? Unter anderem, ja. Und da wieder gibt's nervige, oder? Ja. Auch schon vorgekommen, aber eher selten. Was bedeutet Professionalität? Professionalität heißt für mich an sich, sich nichts anmerken zu lassen, wenn was schief geht, beziehungsweise das mit einem Lächeln zu überspielen, sich zu entschuldigen, wenn wirklich mal was richtig schief geht und einfach weitermachen. Cool. Ja, danke Wiebke. Ich switch gleich mal rüber. Ich habe gehört, du bist Single. Ja. Gleich hier eben an der Bar vor der tollen Kaffeemaschine bei meinem Lieblingscafé, nämlich den Bananera Gourmet Café, mild und aromatisch. Man muss dabei bedenken, er ist nicht nur Bio Fairtrade, sondern befinden sich auch robuster Bohnen, die man so nicht mehr findet im Café in dieser Packung, die ihr bestellen könnt, nämlich auch jetzt auf tombos4.de. Ich profitiere davon nur mäßig. Ich kriege einfach nur guten Kaffee. Und für diejenigen, die sagen, das reicht mir nicht, gibt es natürlich auch die Großpackung. GCN-Aktivisten trinken schon seit langem Bio-Fairtrade Bananera-Kaffee. Bis zum nächsten Mal.